Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und ich glaube, jetzt einfach wieder hinrennen, dann wieder sterben, wieder hinrennen, wieder sterben, wieder hinrennen. Wieder sterben ist, glaube ich, nicht so wirklich die Lösung. Wir haben irgendwie echt viel Pech gehabt, die letzten Folgen. Und ja, ich habe mir ein bisschen Kopf zerbrochen, wie kriegen wir das wieder hin? Weil, es hatte mir ja auch jemand in die Kommentare geschrieben, danke dafür. Ja, wir haben irgendwie komplett ein Biom übersprungen, und zwar das Gebirge. Eigentlich sind wir für die Ebenen noch viel zu low unterwegs. Klar, mal einzeln so ein Kobold, das kriegen wir noch auf die Reihe. Aber sobald da zwei von kommen oder am besten noch zwei von den Todeskitos, sind wir halt am Arsch. Deswegen ist unser Todespunkt hier unten echt ziemlich schlecht. Was ich mir überlegt habe, ist, weil wir brauchen unser Zeug wieder, ansonsten können wir ja komplett von vorne wieder anfangen. Wir nehmen so viel Material mit, dass wir ein kleines Häuschen und ein Bett bauen können. Laufen hierher. Bauen hier irgendwo, weil das ist ja noch Grasland. Ach cool, es wird sogar angezeigt oben, wenn wir mit der Maus drüber gehen. Bauen hier irgendwo im Grasland ein Häuschen hin, dass wir das als Spawnpunkt setzen. Und einerseits haben wir dann das Glück mit dem keinen Fähigkeitenabzug. Wir haben nicht so einen langen Weg. Das heißt, wenn wir direkt wieder hinrennen und versuchen es aufzunehmen, sollte das kein Problem darstellen. Also dann kriegen wir nicht wieder Abzug von den Fähigkeiten, ist ja klar. Ja, und ja, wir sind halt schneller dort und können es öfter probieren. Ich denke mal, dass das der Weg ist, den wir irgendwie brauchen werden. Das heißt, wir brauchen einen Bauhammer. Neues Bauobjekt. Okay, es kam ein Update. Ich habe die Patchnotes aber noch nicht gelesen. Hier steht's. Ist wahrscheinlich nur Deko, ne? Okay, cool. Können wir uns später mal angucken. So, also wir brauchen ein Bett. Wo haben wir Bett? Wahrscheinlich bei Möbel. Dafür brauchen wir 8 Holz. Ich denke, das kriegen wir hin. Sieht gut aus. Wir nehmen jetzt erstmal genau das mit, was wir brauchen. So, dann... Achso, na gut, wir brauchen noch ein kleines Häuschen. Boah, wie viel Holz werden wir da brauchen? Wir nehmen jetzt erstmal alles an Holz mit. Und ich würde mir ganz gerne dort auch gleich noch ein Portal bauen. Dass wir direkt wieder zurückreisen können. Oder macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Da müsste man zumindest den ganzen Weg nicht wieder zurücklaufen und könnten immer mal schnell hierher was braten oder so. Das würde prinzipiell schon Sinn machen. Das Sumpf ist nicht verbunden. ABC ist verbunden. ABC war ja, glaube ich, der hier unten. Und Sumpf ist der vom Knochenwanst, wo wir ja eigentlich hin wollten. Ach, alles nur, weil ich zu faul war, Boot zu fahren. Eigentlich hätten wir uns gleich ein Boot bauen müssen, wenn hierher gesegelt. Alles wäre gut gewesen. Naja. Ja, also ich denke, es macht Sinn. Dann würde ich sagen, wir belassen das Ding jetzt erstmal bei Sumpf. Wir nennen das da unten dann auch einfach Sumpf. Das heißt, wir brauchen wieder Edelholz, Surtlingkerne und Augen. So, wir haben bei Sonstiges... haben wir 10 oder 20 Augen gebraucht? Ich glaube 20, ne? Ne, 10. Irgendwie glaube ich immer, dass es 20 sind. Sind es aber nicht. So, wir haben das. Dann brauchen wir noch Edelholz und zwar genau 20 Stück und 2 Kerne. Hoffentlich habe ich noch Edelholz. Ah, wir haben natürlich kein Edelholz mehr. Aber es wäre mir schon lieb, wenn wir da ein Portal haben. Und dann brauchen wir noch die Kerne. Die habe ich bei Wertvolles, glaube ich, drin. 2 Stück. Gut, dann schnappen wir uns mal eine Axt. Ich hoffe einfach, wir haben noch eine. Oh Gott, das sieht alles echt sehr, sehr ungeil aus. Wir brauchen aber eine Axt. Ach, Manu. Und ich glaube, wir brauchen sogar eine gute Axt. Weil das stabile Holz kriegen wir doch nicht einfach so weg, ne? Lasst mal kurz gucken. Eisenaxt? Gott, 20 Eisen. Wir brauchen mal 8 Bronze und 2 Lederreste. Vielleicht haben wir in der alten Basis ja noch was. Die 2 Lederreste kriegen wir hin. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen Vorbereitung treffen. Ist so ärgerlich. Ich habe mich so gefreut, dass wir den Mod haben. Wollte eigentlich nur das Eisen holen und jetzt stecken wir hier so in der Zwickmühle. Das ist alles schon ein bisschen doof gelaufen, aber naja, wir können es nicht ändern. So ist das Spiel und das macht es gerade auch wieder mal ein bisschen spannend, weil irgendwie müssen wir es hinkriegen, unser Zeug zu bekommen. Ansonsten sind wir halt echt ganz schön am Arsch. Das Problem ist, wir haben jetzt, glaube ich, auch gar keine Rüstung mehr. Weil die haben wir ja auch verloren beim letzten Mal. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, doch. Ob das überhaupt irgendwas bringt, ich weiß es nicht. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Die Hose. Brustpanzer. Zieh mal an. Achso, Troll wäre besser gewesen, ne? Rüstung 6. Was haben wir hier noch? Troll-Lederhosen. Okay, Entschuldigung.
Das macht natürlich Sinn. Dann ziehen wir das schnell an. Und dann wollten wir gucken. Na, Edelholz werde ich hier auf jeden Fall nicht haben. Edelholz? Ey, wir haben Edelholz. Cool. Okay, da müssen wir gar nicht. Das fetzt natürlich. Und wir hätten hier auch noch Äxte und so gehabt. Das ist natürlich cool. Waffentechnisch wäre vielleicht noch irgendwie ein kleines Schild oder so ganz geil. Zumindest irgendwas, mit dem wir erstmal ein bisschen blockieren können. Aber das sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Haben wir hier noch irgendwie Fleisch? Oh, wir haben ja noch eine ganze Menge Fleisch. Das brauchen wir ja. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein paar Himbeeren mit und Honig. Dann sind wir zumindest damit auch schon mal ganz gut unterwegs. Was haben wir denn hier? Wir hätten auch noch ein bisschen Bronze und Nägel gehabt. Okay. So, ich hätte eigentlich bloß ganz gerne noch ein kleines Schwert und ein Schild. Das können wir uns ja aber fix basteln. Wenn es was ganz Einfaches ist. Wir gucken mal eben. Wo haben wir denn hier so ein einfaches Holzschild? 4 Harz, 4 Leder. 2 Leder haben wir schon. Ah, die brauchen wir. Also nehmen wir noch das und ein bisschen Harz. Ach, come on. Wegen ein bisschen Harz. Egal. So, ich hätte ganz gerne... Und was hat denn das für Blockwert? 20? Das hat 35. Wahrscheinlich wäre das cooler. Wir machen mal das. Egal, wie langsam wir sind. Und was brauchen wir denn für ein einfaches Schwert? Wir haben den Hirschbrecher noch. Ich fand den zwar mega kacke, aber besser erstmal als gar nichts. So, wir können das Harz wieder wegpacken. Wir brauchten 4. Ah, okay, wir müssen nochmal ein Leder einpacken. Dann nehmen wir uns den Hirschbrecher noch mit aus der anderen Base und dann können wir losstatten. Dann kriegen wir das hoffentlich irgendwie hin. Und dann würde ich ganz gerne einfach nur unser Eisen wieder haben, alles hochleveln und dann machen wir uns den Met vom Frostwiderstand und gehen erstmal ins Gebirge. Also von den Ebenen habe ich genug. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Und ja, Knochenwanst aktuell auch erstmal. Da will ich noch ein bisschen besser ausgerüstet sein. So, jetzt lasst mal schauen. Wir können ein Portal bauen, wir haben alles dafür. Wir können eine kleine Hütte bauen und wir können auch ein kleines Bettchen bauen. Damit sieht es doch gut aus. Dann würde ich sagen, wir holen uns hier nochmal schnell den Ausgeruht-Skill auf volle Kanne. Eiktür braucht immer noch, schade. Dachte, wir haben... Es ist genug Zeit vergangen, aber die Zeit geht ja nicht runter, wenn wir offline sind. Ja, ich denke, das ist der beste Weg. Dann rennen wir dahin, machen dort im Grasland, wo es ein bisschen ruhiger ist, uns eine Basis, setzen den Spawnpunkt und wenn wir dann sterben, sind wir direkt wieder dort. Können einfach schnell rüberrennen, haben keinen Fähigkeitenabzug. Und irgendwann werden wir schon mal einen richtigen Moment erwischen. Ach, der Hirschbrecher. Irgendwann werden wir schon mal einen richtigen Moment erwischen, wo gerade mal kein Goblin oder totes Kito am Start ist. Ah, wo habe ich den wieder hingeworfen? Ach, Manu, wo ist es? Irgendwo muss er sein. Ich weiß bloß nicht wo. Na gut, wir können halt nicht kämpfen, wir können uns nur verteidigen. Und ich muss mal kurz einen Schluck trinken, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry, aber ich hatte irgendwie einen kleinen Frosch im Hals und das wollte ich euch jetzt auch nicht antun. Und ich mir vor allem nicht, dass ich mich die ganze Zeit abquäle. Jetzt sollte es wieder gehen. Ja, wir haben alles, wir können uns jetzt halt erstmal nur verteidigen, was soll's. Was war denn da los? Wildschwein ausgetickt? Keine Ahnung. So, wir müssen wieder weiter rüber. Ja, ich kann jetzt nicht kämpfen. Wir rennen einfach dran vorbei. Was soll's. Super, Fähigkeitenabzug ist weg. Natürlich, wie sollte es anders sein? Aber der Weg wäre eh zu weit. Ja, keine Wildschweine. Ach, mir, ja, jetzt kommen ja natürlich 1 Million. Nein, geh weg. Ah, so ein kleines Schwert wäre eigentlich schon noch cool gewesen. Gerade wenn so ein Wildschwein ankommt, die sind ja schneller als man selbst. Egal. Bin jetzt erstmal froh, dass ich die Lösung hier gefunden habe mit einem Häuschen bauen, weil ich dachte mir schon, Mann, was soll das werden? Es ist halt auch echt eine ganz schöne Strecke bis darunter.
Also mit der Eiktür geht's noch. Dann sind wir relativ flink unterwegs, aber ist halt trotzdem immer eine ganz schöne Strecke und dann jedes Mal Fähigkeitabzug. Nee. Ich denke, so sind wir auf jeden Fall besser dran. Obwohl die Kombination echt nicht geil ist, was Ausdauer angeht hier. Hey, hallo. Ja, die Gräulinge und Grauzwerge sind ja prinzipiell erstmal nicht ganz so schlimm. Ich würde nur gucken, dass wir hier eigentlich wieder Außenseite laufen. Ich glaube, so am Wasser hat man immer ein bisschen mehr Ruhe. Zumindest kommt es mir so vor. 2,5 Minuten noch, können wir Eiktür wieder aktivieren. Da lag ein Pilz. Ja, wir lassen das jetzt erstmal alles liegen. Also höchste Priorität hat für mich jetzt wirklich erstmal unser Zeug wieder kriegen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Wir hatten es aufgenommen, ne? Aber wir konnten, glaube ich, nicht alles aufnehmen, oder? Und dann sind wir gleich wieder gestorben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zweimal so ein Kreuz da unten haben. Also auf der Map auf jeden Fall nicht. Ich hoffe nur... Ach, shit. Ich hoffe nur echt ganz dolle, dass da nicht irgendwas verloren gegangen ist jetzt dadurch. Da bist du halt echt aufgeschmissen, ne? Wenn du nur eine Rüstung hast. Also zumindest nur eine gute. Wenn wir jetzt gar keine Chance gehabt hätten, das irgendwie wiederzukriegen. Ja, dann kannst du eigentlich nochmal fast von vorne anfangen, ne? Dann musst du dich wieder von Rüstung zu Rüstung hochkämpfen, von Leder zu Bronze zu Eisen. Da kannst du ja auch nicht mit so einer Lederrüstung in die Sümpfe gehen. Vor allem nicht ohne ordentliches Schild. Und dann kriegst du halt auch sonst kein Eisen. Also es ist schon echt nicht ohne hier zu sterben. Zumindest wenn es an einer doofen Stelle ist. Ich freue mich übrigens sehr, dass die letzten Videos jetzt so gut bei euch ankommen. Auf jeden Fall teilweise das 3-4-fache an Aufrufen, was sonst ist. Finde ich cool, dass viele jetzt dabei sind. So langsam wird es halt auch ein bisschen, ja, anspruchsvoller, spannender. Der Anfang war ein bisschen zäh, aber das hat man halt bei den Survival Games immer. Man muss sich halt erstmal eine solide Basis schaffen. Mir hat zwar trotzdem von Anfang an Spaß gemacht, aber ist halt am Anfang immer viel Sammlerei und passiert nicht so viel. Also mittlerweile werden die Folgen echt... Ich dachte gerade, das ist irgendeine Wasserschlange. Das war bloß der Hirsch, der aus dem Wasser guckt. Ja, mittlerweile werden die Folgen echt irgendwie immer spaßiger. Anstrengender und vor allem auch immer mehr Pläne im Kopf. Das ist halt echt das Geile am Spiel. Ich so viele Ideen im Kopf habe, gar nicht weiß, wann ich die umsetzen soll. Ich hatte mich übrigens, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube nicht letzte, aber vorletzte Folge oder so, hatte ich mich versprochen. Da habe ich gesagt, wir gehen ja so langsam auf Folge 90 zu, weil war es schon Folge 91 oder so. Ich meinte natürlich die 100. Und wenn es so weiterläuft wie bisher, kann das definitiv noch ein paar hundert Folgen mehr werden. Nein, nein, nein. Geht weg. Eiktür wäre bereit, aber irgendwie würde ich mir auch gerne noch ein bisschen aufheben. Ja, hau mal hier alles nach, was geht. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind schon fast im Grasland. Was passiert denn, wenn ich mir ein Bett baue, den Spawnpunkt setze und... Ach du Scheiße. Und dann hier irgendwelche netten Grauzwerge, Gräulinge, was auch immer, das Bett abreißen. Bin ich dann bei einem anderen Bett gespawnt? Oder werde ich irgendwo auf der Karte rausgeschmissen? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Generell, wenn du keinen Spawnpunkt gesetzt hast. Ich glaube, dann wirst du einfach irgendwo random rausgeschmissen. So, warum sind wir denn jetzt schon Ebenen? Ich möchte nicht in die Ebenen. Hier ist so ein ganz kleines Stück Ebenen. Jetzt kommt bestimmt... Ja, da kommt ein Todeskido. Ey, das war so klar. Nein, du kannst dich auf jeden Fall verpissen. Geh weg. Geh weg. Nein. Nein, nein. Bitte geh doch weg. Zwei Stück sogar. Ich bin noch gar nicht mehr in den... Ah, doch, nein. Ah, Gott. Ja, jetzt sind wir gleich wieder tot. Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin doch schon wieder im Grasland. Lasst mich bitte in Ruhe. Bitte. Ach, Gott. Mann. Ach Leute, es macht gerade echt keinen Spaß. Jetzt haben wir wieder alles verloren. Jetzt habe ich gar keine Rüstung mehr. Wie sollen wir das jemals schaffen?
Ach Leute, vor allem da kommt so ein kleines Stück Ebenen, ja? Das war mir irgendwie gar nicht mehr so bewusst. Hier steht doch, dass das Grasland ist. Ich war doch gerade hier. Hier ist Ebenen. Ah, wie soll ich denn da hinkommen? Die Sache ist, die kommen ja auch mit hier rüber. Dann müssten wir ja eigentlich das Häuschen schon im dunklen Wald bauen, aber hier sind auch überall Spawner. Ach, und wieder Fähigkeiten verloren. Ach Mann, ich habe mich so gefreut, jetzt einfach fix dahin und schnell ein Häuschen bauen. Ich habe hier gar nichts Gebratenes mehr. Wir haben das noch. Was bringen die denn eigentlich? Naja, auch nicht so mega viel. Sollte vielleicht auch immer nicht ganz so viel Essen mitnehmen. Dann verlieren wir auch nicht so viel. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Gut, wir rennen jetzt ohne alles wieder hin. Es geht nicht anders. Ich weiß sonst echt nicht, was ich tun soll. Wir machen uns jetzt Eiktür an und stiefeln los. Ja, ich hätte den ersten Moskito vielleicht besser blockieren können, aber ich glaube auch mit dem Turmschild, das hätte auch echt nicht so den riesen Unterschied gemacht. Scheiße, mir war nicht bewusst, dass da nochmal ein Stück Ebenen kommt. Absolut nicht. Das macht die ganze Geschichte echt schwieriger. Das Problem ist, im dunklen Wald jetzt schnell eine Hütte bauen, ich weiß auch nicht. Boah, eigentlich bleibt uns nichts anderes übrig. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zu dem nächsten Todespunkt. Jetzt ist hier unten das Ding weg. Oh Gott, ich befürchte schon, dass wir gar nicht mehr an unser Zeug kommen. Weil jetzt ist hier der Todespunkt weg und ich weiß nicht, ob man zwei auf einmal haben darf. Kann, wie auch immer. Darf ist vielleicht das falsche Wort. Ja, wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir halt wirklich anfangen, uns erstmal wieder eine Bronzerüstung zu bauen. Wieder in die Sümpfe zu gehen. Und uns dann wieder auf Eisen hoch zu prügeln. Anders geht's leider nicht. Oh Gott, nein. Geh doch weg. Ja, es ist halt echt doof. Man kann es halt auch irgendwie kaum umlaufen, das Stück. Also die Sache ist... Ja, warte, ich muss mal kurz gucken, wo wir langlaufen. Wird es jetzt dunkel? Bitte nicht. Ich glaube, die Ebenen gehen halt komplett hier lang. Also das Stück zu umlaufen ist, glaube ich, echt schwierig. Ah, ich hätte es einfach ein Stück vorher bauen müssen. Aber dass wir natürlich auch einen Fuß in die Ebenen setzen und direkt zwei tote Skidos kommen. So viel Glück musst du auch erstmal haben. Ah, wir haben ja immer noch ein Wildschwein hinter uns. Was ist denn hier los? Lass doch los. Es hat sogar erstmal geklappt mit Wegrennen und Springen in dem Moment, wo die ankommen, aber... Das Springen frisst natürlich auch unendlich Ausdauer. Geht alle weg. Wie, da war der World Safe. Zumindest schaffen wir es jetzt vielleicht von der Zeit her, dass wenn ich nochmal sterbe, dass wir nicht direkt wieder Fähigkeitenabzug haben. Ich hoffe es wirklich sehr. Das wäre echt sonst ärgerlich. Ach Mann, hätte ich mir gleich ein Boot gebaut. Wäre da runter. Alles nur wegen so ein bisschen Eisen. Also es ist schon viel Eisen, aber am Ende ist die Truhe auch schon längst weg. Und wir kommen gar nicht mehr ran. Da haben wir wieder die Seeschlange. So. Ah, hier oben ist ja der nächste. Haben wir noch Eiktür? 2 Minuten noch. So, wie weit sind wir denn? Es ist noch ein Stückchen. Wir müssen mal wieder etwas Ausdauer generieren. Ich war gerade so zuversichtlich, dass das klappt. Also, ich habe auf jeden Fall gar nicht damit gerechnet, dass wir sterben, bevor wir das Häuschen gebaut haben. Jetzt haben wir wieder alle Materialien da drin. Also, nicht da drin, sondern da rumliegen. Am Todespunkt. Irgendwie müssen wir es schaffen, das einzusammeln, um ganz schnell weiterzurennen. Anders läuft es erstmal nicht. Haben wir hier kurz unsere Ruhe? Ah, nein! Mann! Bin ich erschrocken. Ich wollte gerade ein Folgenende machen. Dachte, wir haben mal kurz 3 Sekunden Ruhe. Und wäre natürlich komplett belagert. Wie sollte es anders sein? Ja, dann mache ich jetzt mal hier im Laufen das Folgenende.
Danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Drückt die Daumen, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen. Bis dahin. Macht's gut.